Der SQL Server Agent ist die Komponente des SQL Servers für die automatische Aufgabenplanung. Wie man diesen verwendet, sehen wir uns in diesem Video an. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Wie eingangs erwähnt, können mit dem SQL Agent automatisierte Ausführungsjobs sowie andere Verwaltungsaufgaben oder Datenbankaufgaben geplant werden. Zum Beispiel die Automatisierung der Sicherung, die Einrichtung der Datenbankreplikationen, die Jobplanung, Benutzerberechtigungen und die Datenbanküberwachung. SQL Agent Jobs bestehen aus einer Reihe von Schritten, die einen Assistenten für die grafische Benutzeroberfläche, GUI auch genannt, verwenden. Um nun mit dem SQL Server Agent eine Aufgabe zu automatisieren, muss ein Job und ein Zeitplan festgelegt werden. Ein Job wiederum besteht aus einem oder mehreren Arbeitsschritten, die einzeln konfiguriert werden können. Im Folgenden sehen wir uns beispielhaft die Automatisierung an. Zunächst muss überprüft werden, ob der SQL Server Agent läuft. Dieser ist auf einem SQL Server im unteren Bereich als SQL Server Agent definiert oder zu finden. Ein kleiner grüner Pfeil auf dem Agent zeigt an, dass der Agent-Dienst gestartet ist, wie hier zu sehen. Man kann mit einem Rechtsklick im Menü auch den Dienst stoppen oder auch neu starten. Wir werden nun einen neuen Arbeitsplan oder einen neuen Zeitplan erstellen. Dazu wähle ich neu und selektiere Job und erhalte nun ein neues Fenster. In diesem Fenster definiert man nun einen Jobnamen, beispielsweise Sicherung. Als nächstes gibt man noch den Owner des Jobs an. In diesem Fall bin ich das. Hintergrund ist, dass alle Befehle des Jobs standardmäßig im Benutzerkontext des hier eingetragenen Owners durchgeführt werden. Es sollte auch die Möglichkeit einer Beschreibung genutzt werden, am besten mit Datum und Kommentar. Und die Kategorie kann in unserem Fall freigelassen werden. Diese wird für Standardjobs wie Replikationen und so weiter verwendet. Als nächstes legen wir nun den Arbeitsschritt fest. Dazu wähle ich nun im Menü links Step. Hier kann ich nun im unteren Bereich auf Neu klicken und erhalte ein neues Fenster. Jetzt gebe ich diesen Arbeitsschritt an, in meinem Fall Sicherung der Datenbank. Der Typ des Jobs bestimmt, welche Optionen als Kommandos ausgewählt werden. Mit Transact SQL kann ein beliebiger SQL-Code ausgeführt werden. Deshalb belassen wir es mit dieser Optionsvariante. Unter Advanced gibt es noch weitere Optionen für den Ablauf des Arbeitsschrittes. Beispielsweise kann ich hier angeben, mit dem Retry Attempts oder Retry Interval, wenn der Job fehlschlägt, kann definiert werden, ob und in welchen Intervallen ein neuer Versuch durchgeführt werden soll. Sinnvoll beispielsweise, wenn der Job von einem anderen Job abhängt und die Ereignisse noch nicht vorliegen. Des Weiteren gibt es noch die Option Output-File für Jobs, die keine direkte Ausgabe an den SQL-Server liefern, wie Kommandozeilen-Jobs, kann die Ausgabe in einer sogenannten Datei umgeleitet werden. Des Weiteren gibt es noch die Unterscheidung On Success Action und On Failure Action.
Hier kann definiert werden mit diesen beiden Optionen, wie ein Fehler des Jobs behandelt wird. Es kann beispielsweise festgelegt werden, dass bei einem Fehler ein anderer Jobstep angesprungen wird, zum Beispiel zur Fehlerbehandlung. Dadurch können komplexe Abläufe realisiert werden. Wir bestätigen nun den Arbeitsschritt mit OK und haben nun diesen erzeugt. Als nächstes sehen wir uns die zeitliche Steuerung dieses Jobs an. Dazu wählen wir im Menü links auf Schedules und legen einen neuen Namen an. Hier kann ich nun den Namen vergeben, beispielsweise täglich, wöchentlich und so weiter. Und habe dann die Möglichkeit, im Schedule Type unterschiedliche Varianten auszuwählen. Beispielsweise einmalig wiederholend oder beim SQL Server Agent Start, wenn SQL Server im Leerlauf ist und so weiter und so fort. Hier gibt es eben viele Varianten. Des Weiteren gibt es hier einen Haken zu setzen, um diesen Zeitplan zu aktivieren. Deshalb setzen wir diesen Haken. Als nächstes kann ich nun definieren, ob denn die Ausführung wöchentlich sein soll, monatlich oder täglich, in meinem Fall täglich. Als nächstes kann ich dann noch angeben, ob diese Ausführung um 12 Uhr oder um 13 Uhr ausgeführt werden soll, den genauen Zeitpunkt sozusagen dieser täglichen Ausführung oder auch nochmal eine detailliertere Unterscheidung, zum Beispiel nach Stunden, und habe hier viele Möglichkeiten, wie ich sozusagen einen Zeitplan erstelle. Des Weiteren kann ich noch angeben, den Beginn dieses Zeitplans über einen Kalender und so wie man es auch in Outlook kennt, kann ich auch angeben, ob es ein bestimmtes Enddatum hat oder auch nicht. In diesem Fall bestätigen wir nun mit OK. Es gibt dann noch einen weiteren Bereich, der von Interesse sein kann, und zwar die E-Mail-Benachrichtigung. Hierzu gibt es einerseits die Alarmierung und andererseits die Notification. Für die E-Mail-Benachrichtigung müssen vorab zwei Dinge konfiguriert werden. Zunächst der SQL Server Datenbank-Mail, ein im SQL Server eingebauter Mail-Server, der E-Mails per SMTP-Mail-Relay weiterleiten kann. Und als zweites die E-Mail-Adresse, die benachrichtigt werden soll, der sogenannte Operator. Wie man nun einen Operator anlegt, das können wir uns nun im Detail ansehen. Dazu bestätige ich nun das Fenster mit OK. Somit ist dieser Agent-Job nun angelegt und kann nun mit einem weiteren Schritt einen neuen Operator anlegen. Business Intelligence in der Praxis. Und kann hier sozusagen meine E-Mail-Adresse anlegen. Und kann nun einen Operator sozusagen in meinen Arbeitsschritt, in meinen Agent-Job hinterlegen, indem ich nun wieder auf den einzelnen Arbeitsjob auswähle und kann nun als E-Mail BI in der Praxis auswählen und habe nun eine Benachrichtigung, wenn der Job beispielsweise fehlgeschlagen ist oder wenn er durchgeführt worden ist. Wie ihr seht, könnt ihr so viele Arbeitsschritte am SQL Server verwalten und
monitoren. Und ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich versuche euch zu antworten. Tschüss und bis bald.